Advent, Advent, ein Lichtlein brennt. Ich bastel heute mit euch den coolsten und kostengünstigsten Adventskranz aller Zeiten. Und das Beste, man kann ihn auch noch als Last-Minute-Geschenkidee verwenden. Drei Elemente von unserem Adventskranz habe ich schon vorgebastelt. Jetzt fehlt nur noch ein viertes. Und wie gesagt, die einzelnen Elemente eignen sich auch super toll als Geschenk. Was ihr dazu braucht, erstmal den alten Deckel, dann viele alte Nüsse, 2-3 Hände voll und am Ende noch eine Kerze, entweder so eine LED-Kerze oder auch eine ganz normale Wachskerze. Erstmal braucht ihr einen alten Deckel, den nehmt ihr als Grundlage und dann eine ganze Menge Nüsse. Die könnt ihr aus dem Keller von letztem Jahr noch nehmen, wie unsere Producerin, die Raffaela. Die hat die nämlich heute mitgebracht. Die sind auch schon hohl, aber umso besser, die eignen sich wunderbar noch zum Basteln. Und dann habe ich hier zum Beispiel ein paar Zimtstangen, getrocknete Orangen, die ich im Ofen selber getrocknet habe, ein paar Sachen, die ich einfach noch so in der Dekokiste hatte. Und ich fange jetzt erstmal mit dem Grundgerüst an und die Deko kommt dann später. Jetzt heißt es erstmal Nüsse aneinander kleben mit der Heißklebepistole. Ihr nehmt euch die Nuss, zieht eine gerade Linie und an der Seite nochmal einen kleinen Klecks Heißkleber und klebt die Nuss einfach an den Deckel. Und das Ganze macht ihr jetzt so lange, bis sich die Nüsse wieder zu einem Kreis schließen. Jetzt geht es schon an die zweite Reihe. Da klebt ihr einfach die Nüsse genauso wie vorne an den Deckel an die anderen Nüsse unten dran und auch wieder aneinander. Heißt, dieses Mal unten den Heißkleber dran, Nuss an Nuss. Weihnachten erinnert mich immer total an meine Großeltern. Die haben zu Weihnachten das Haus so geschmückt und ich glaube, daher kommt auch meine Weihnachtsleidenschaft und auch meine Bastelleidenschaft. Wir haben gebacken, wir haben gebastelt. Mein Opa hatte ganz viele Nussknacker und hat uns dann meiner Oma und mir immer die Nüsse geknackt und die Weihnachtsmusik und der Glitzer und der ganze Charme von Weihnachten, den haben wir, glaube ich, schon im Oktober angefangen zu zelebrieren. Und bei uns war das nicht Januar, Februar hier Christbaum wegwerfen. Nee, der stand bei uns noch manchmal bis März. Da mussten wir auch sehr drum kämpfen, weil meine Mama dann immer gesagt hat, nee, jetzt Frühlingsputz und Christbaum raus jetzt. Und wir wollten aber den Weihnachtszauber noch nicht verlieren und haben dann immer drum gekämpft und am Ende stand er dann immer viel zu lange. Und das war aber irgendwie so richtig das Schöne, wenn dann auch im Februar, wenn es dann noch kalt draußen war und dunkel, haben wir eigentlich immer noch Weihnachten gefeiert. Die letzte Nuss wird eingesetzt und unser Kranz ist fertig. Jetzt kann es an die Deko gehen, das was eigentlich am meisten Spaß macht. Das Coole am Deckel ist, dass man hier später dann auch echte Kerzen reinstellen kann und das Wachs nicht rausläuft. Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten, die Lücken, wo der Heißkleber so durchschimmert, zu füllen. Und zwar einmal mit noch mehr Heißkleber, wie man es hier gemacht hat, und dann Kunstschnee. Dafür nehmt ihr einfach Heißkleber, füllt den hier in die Ritzen und streut dann Kunstschnee drüber. Die zweite Option ist einfach so ein schönes Dekoband. Das wickeln wir rum, machen eine Schleife und dann ist es schon fertig. So, die Schleife ist jetzt drum gewickelt. Ich habe mich jetzt für ein paar getrocknete Orangen entschieden. Das haben wir hier noch gar nicht. Und habe die Orange einfach mit einer Schere in zwei geteilt. Sonst ist es für das kleine Deko-Element einfach zu massiv. Habe das halbiert und klebe die jetzt hier so schön in jede zweite Lücke rein. Getrocknete Orangen riechen halt auch einfach so super lecker. So weihnachtlich. Heißt nicht nur Deko, sondern auch was fürs Näschen. Mir gefallen ja auch immer rote Beeren total gut. Das habe ich hier auch schon verwendet und dann passt das auch ganz gut. Dann klebe ich die jetzt auch nochmal in die restlichen Zwischenräume rein. Als letztes kommt jetzt noch unsere Kerze rein. Und fertig ist unser Last-Minute-Weihnachtsgeschenk oder unser Adventskranz. Und wenn euch mein Video gefallen hat, dann liked, kommentiert mir, was euer Lieblings-Weihnachts-DIY ist und abonniert doch unseren Kanal für mehr coolen Weihnachts-Content und Bastel-Content. Alles Liebe, frohe Weihnachten und bis bald! Here Shopping entertains.